Die Europäische Union plant umfassende Änderungen bei den Führerscheinregeln, die Millionen von EU-Bürgern betreffen könnten. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Anzahl der Unfälle zu reduzieren. Eine zentrale Neuerung ist die Einführung eines digitalen Führerscheins, der per App auf dem Smartphone abrufbar sein soll. Der herkömmliche Scheckkartenführerschein bleibt jedoch weiterhin verfügbar, um allen gerecht zu werden. Für Fahranfänger wird eine EU-weite Probezeit von mindestens 2 Jahren eingeführt. Verstöße während dieser Probezeit sollen mit strengeren Strafen geahndet werden. Zudem wird das begleitete Fahren ab 17 Jahren europaweit eingeführt. Diese Regelung betrifft die Fahrerlaubnisklassen B, C und C1 und soll jungen Fahrern helfen, unter Aufsicht sicherer Fahrpraxis zu erwerben. Die Gewichtsgrenze für Fahrzeuge der Klasse B könnte auf 4.250 Kilogramm angehoben werden, allerdings nur für Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten. Diese Änderung soll die Flexibilität für Fahrzeughalter erhöhen. Für Wohnmobile, Krankenwagen und Sonderfahrzeuge wird die Gewichtsgrenze auf 4.250 Kilogramm erhöht. Diese Änderung erleichtert es Campern, größere und besser ausgestattete Fahrzeuge zu nutzen, ohne eine zusätzliche Fahrerlaubnis zu benötigen. Diese umfassende Reform muss nach ihrer Verabschiedung durch das EU-Parlament noch von der EU-Kommission freigegeben und anschließend von den einzelnen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Erst dann treten die neuen Regelungen in Kraft.